Die Politiker haben so ihre Vorstellungen und wir aus dem Leben heraus haben unsere Vorstellungen. Und das muss man zusammenbringen. Aber ich sage immer wieder, man darf die nicht in Ruhe lassen. Man darf die Politiker nicht alleine lassen. Hallo, mein Name ist Sandy Stachel. Ich bin stellvertretende Pressesprecherin der Fraktion Die Linke im Deutschen Bundestag. Und heute treffe ich Johanna Hambach zum Gespräch. Sie ist eine von 71 Wahlmännern und Wahlfrauen, die Die Linke zur Bundesversammlung entsendet. Dort, wo am 13. Februar die Bundesversammlung den neuen Bundespräsidenten wählt. Hallo Johanna und herzlich willkommen. Schönen guten Tag. Ich freue mich, dich kennenzulernen. Was war dein erster Gedanke, als du angefragt wurdest, für Die Linke bei der Bundesversammlung den neuen Bundespräsidenten am 13. Februar zu wählen? Jeder, der mich fragt, will eins hören. Große Ehre. Ich empfinde das gar nicht so. Ich empfinde das als eine Notwendigkeit, dass eben auch Leute, die nicht immer in der Bundespolitik zu Hause sind, auch mit dabei sind. Was genau macht die Landesseniorenvertretung Berlin und wozu gibt es die Landesseniorenvertretung? Also die Landesseniorenvertretung setzt sich zusammen aus allen Vorsitzenden der bezirklichen Seniorenvertretung. Das heißt, wir beschäftigen uns mit den Problemen, mit den Wünschen, mit dem Besseren und Schlechteren, was die Senioren und Senioren in Berlin angeht. Also ganz breit, Pflege, Gesundheit, Prävention und eigentlich alles. Denn in den Bezirken, da ist das Leben. Und da entstehen die Fragen, da entstehen die Probleme und das führen wir zusammen in der Landesseniorenvertretung. Und dann geben wir das natürlich gebündelt an die Landesebene weiter, an die Regierung und auch in die Bezirke rein. Du machst das ja jetzt schon seit über 10 Jahren, du bist seit über 10 Jahren Vorsitzende. Ja. Wo siehst du denn die drängendsten Probleme der Senioren in Berlin? Also wir haben als Seniorenmitwirkungsgremien ein Thema schon seit vielen Jahren. Der Altenhilfeparagraf, Paragraf 71, Sozialgesetzbuch 12. Da sind eigentlich Möglichkeiten, alle möglichen Leistungen für Ältere dann zu bringen. Aber der wird in den Bezirken sehr verschieden angewendet. Und es gibt aber von der Bundesregierung beauftragt, ja immer so einen Altenbericht. Und der 7. Altenbericht beschäftigt sich mit den Kommunen und gibt dort eine Empfehlung. Nämlich, dass dieser Paragraph 71 zu einem Bundesaltenhilfestrukturgesetz gemacht wird. Der Bund lehnt es natürlich ab, wie immer. Wir haben ja Föderalismus, sollen die Länder machen. Und da haben wir uns gesagt, na gut, dann machen wir das Berliner eben. Wir haben es geschafft, das in Koalitionsvereinbarung reinzukriegen. Es steht auch jetzt in den Regierungsrichtlinien drin. Jetzt sind wir nun gefragt, wieder die Politiker zu schubsen, zu stoßen, dran zu erinnern, dass sie es wirklich machen. Was genau kann deiner Meinung nach die Politik dazu beitragen, dass es besser läuft? Die Politiker haben so ihre Vorstellungen und wir aus dem Leben heraus haben unsere Vorstellungen. Und das muss man zusammenbringen. Aber ich sage immer wieder, man darf die nicht in Ruhe lassen. Man darf die Politiker nicht alleine lassen. Deswegen sind wir dann immer wieder auf der Matte und erinnern an dieses und jenes. Mal schärfer, mal freundlicher, aber immer wieder erinnern. Welche besonderen Herausforderungen bringt die Pandemie denn deiner Meinung nach für Senioren mit? Naja, da hatten wir eigentlich sowohl Rückschritt als auch Fortschritt. Also der Fortschritt in der Richtung, dass viele der Seniorinnen und Senioren tatsächlich sich in die digitale Welt reingefunden haben. Aber, da kommt das große Aber, natürlich ist hier die Gefahr der Diskriminierung älterer. Weil einige der Älteren, nicht unbedingt die besonders Alten, sondern auch solche, die gerade mal 60 geworden sind, aber die haben Scheu, unter anderem vor dieser Technik. Oder sie können sich's nicht leisten. Oder, was in Berlin leider immer noch ist, es gibt gar nicht genügend Internetzugang oder keinen sicheren Internetzugang. Und dagegen haben wir uns natürlich auch aufgemacht. Hast du Wünsche an die Gesellschaft, was den Umgang miteinander betrifft? Was sollte sich deiner Meinung nach ändern, um ein besseres Miteinander zu haben in der Gesellschaft? Solidarität. Das ist das Wort, was wir brauchen. Und das haben so viele vergessen. Die haben sich so sehr in sich hinein verkapselt, will ich mal sagen. Und die Solidarität ist aber notwendig. Wir sind nun mal, der Mensch ist ein gesellschaftliches Wesen, ist ein Gemeinwesen. Und da muss man die Kontakte miteinander haben. Gehört einfach dazu, sonst wird man krank. Jeder, der sich zurückzieht in seine Wohnung und dort bleibt, wird krank. Und mit dem muss man aber auch solidarisch umgehen. Man muss akzeptieren, dass er sich mal zurückzieht und muss ihm helfen, sich wieder nach außen zu begeben.